Dann fangen wir gleich an und du kannst uns was über die Docker-Trickkiste erzählen. Ja. Ja, hallo erstmal. Ich bin Arno Schubert. Ich bin Maintainer im Jager Development Team. Wir machen auch immer mehr und mehr in Richtung ein paar Microservices, die wir als Open Source Produkte zur Verfügung stellen. Haben einige Docker-Container schon oder Docker-Images, die wir zur Verfügung stellen für OGC-Services. Und in diesem Zusammenhang sind mir mal immer wieder so ein paar Sachen aufgefallen, was man an Docker noch schöner machen könnte. Oder nicht an Docker, sondern wie man mit Docker arbeitet, das noch was schöner machen könnte. Und es gab letztes Jahr vom Johannes Kröger so ein Trickkistenformat, was ich ganz schön fand. Das habe ich jetzt einfach mal geklaut, kopiert oder wie auch immer und werde jetzt auch mal einen Trickkistenvortrag probieren. Und da wir so wenig Zeit haben, legen wir direkt mal los. Erstmal mit so ein paar, wie ich finde, praktische Commands, die man quasi jeden Tag in der seiner Arbeit mit Docker benutzen kann. Erstmal bei Docker Run, es gibt so einen Flag, das ist das minus minus rm. Das bewirkt, dass der Container, den ich gerade ausführe, sobald er fertig ist und gestoppt wird, auch sofort gelöscht wird. Dadurch habe ich nicht so viel tote Container bei mir auf dem Rechner. Finde ich auf jeden Fall immer wieder eine praktische Sache, erst recht, wenn man gerade noch mal kurz was ausprobieren will. Dann ist mir aufgefallen, dass ziemlich wenig Leute das Docker-Ignore-File wirklich nutzen. Das Docker-Ignore-File funktioniert eigentlich wie auch ein Git-Ignore-File, falls man es zum Beispiel von da kennt. Das heißt also, was in dieser Datei steht, wird gar nicht erst in die Build-Umgebung von Docker ge gebracht. Hier wirklich auch noch nicht mehr in die Build-Umgebung. Also das hat noch nichts damit zu tun, ob das bei uns zum Schluss ins Image kommt oder nicht. Aber bevor Docker ein Image baut, kopiert er erst den kompletten Inhalt von dem Verzeichnis, in dem das Docker-File liegt, in seine Build-Umgebung. Wenn ich da sehr große Dateien habe, die ich aber überhaupt nicht für den Build benötige, blähe ich dadurch meinen Prozess ganz schön auf und das dauert deutlich länger, bis das Image gebaut ist. Außerdem kann ich davor schützen, dass gewisse Sachen bei mir im Container überschrieben werden mit Dateien, die ich bei mir auf der Festplatte vielleicht liegen habe, oder ich zum Beispiel ungewollte Daten in meinen Container mit reinbringe. Als kleines Beispiel mal ein Node.js-Projekt. Die Node-Modules zum Beispiel sind halt eben typisch für das System, in dem ich das ausführe. Das möchte ich von meinem Host-System gar nicht erst da reinbringen. Vielleicht habe ich Coverage-Informationen, die haben in meinem Container auch nichts zu suchen. Ich habe vielleicht ein paar Heap-Dumps gemacht, weil irgendwas noch nicht richtig gelaufen ist. Heap-Dumps sind meistens relativ groß. Wenn ich die mir alle mit in mein Image kopiere, dauert das relativ lang. Oder ich habe irgendein Zertifikat oder ähnliches für meine Prot-Umgebung. Das sollte man vielleicht so im Allgemeinen nicht machen, aber hiermit kann man einigermaßen dafür sorgen, dass das nicht so schnell passiert. So, dann auch noch eine ganz praktische Sache in Docker. Wir haben da Labels. Labels können für alles Mögliche genutzt werden, für Images, Container, Volumes, Networks und so weiter. Die kann ich auch relativ einfach erstellen. Hier zum Beispiel, wenn ich in einem Docker-File das Label-Keyword nehme, kann ich einfach Labels erstellen. Ich kann im Docker-Build-Befehl weitere Labels mit hinzufügen. Wenn ich einen Docker-Container oder ein Docker-Image zum Container ausführe, kann ich auch hier Labels mit angeben oder auch in einem Docker-Compose-File. So, was bringen uns allerdings diese Labels? Ich kann zum Beispiel danach filtern und kann jetzt zum Beispiel Docker PS mit dem Filter ausgeben. Das würde jetzt allerdings nur gucken, existiert dieser Key? Wenn ich auch noch gucken will, ob das Label irgendeinen bestimmten Wert hat, dann kann ich das auch so filtern. Dadurch habe ich relativ schnell eine gute Übersicht über meine Container, die gerade laufen. Und ich kann mir das auch zum Beispiel mit Format schön ausgeben lassen. Wofür das aber wirklich richtig viel bringt, ist, wenn man zum Beispiel Traffic nutzt. Ich weiß nicht, ob Traffic bekannt ist. Das ist ähnlich quasi wie Nginx, ein Reverse-Proxy, aber der kann sich diesen Labels bedienen. Und dann kann ich super einfach einen Container hochfahren und dem direkt sagen, hier läuft ein Service auf Port 8080 und danach ist das direkt in meinem Reverse-Proxy schon erreichbar. Ist also total einfach. Dann gibt es noch coole neue Features aus dem Docker Build Kit. Das ist allerdings momentan noch als experimental gefleckt. Kann ich aber schon heute zum Teil empfehlen, mal gelegentlich zu nutzen. Dafür muss man zunächst hier diesen Kommentar quasi mit hinzufügen am Anfang seines Docker-Files, damit das Docker-File weiß, dass es diese experimental Features nutzen soll. Und hier kann ich aber jetzt zum Beispiel an den Run-Befehl ein Mount hinzufügen. Als Cache-Mount zum Beispiel.
Und man hat das vielleicht schon mal gesehen, dass man die APT-Files für das Installieren von Software meistens nach Ende eines Docker-Files nochmal alle löscht. Hier kann ich aber diese Dateien zum Beispiel explizit in einen Cache legen und kann mehrere Run-Statements machen. Ich muss nicht nochmal das dazwischen löschen und ich muss auch nicht nochmal ein paar Mal das APT-Get-Update oder ähnliches ausführen. Dann kann ich nur noch empfehlen, Multistage-Builds mehr zu nutzen, zumindest solange man die Möglichkeit dazu hat. Hier kann ich quasi ein Image mit einem bestimmten, also einen Schritt mit einem bestimmten Namen machen, hier zum Beispiel Bilder. Dann führe ich meine gewissen Schritte aus, die ich machen will, und kopiere mir danach nur die Sachen, die ich brauche, in mein End-Image rüber. Dann muss ich auch nicht immer noch wieder alles nochmal aufräumen und gucken, dass ich das Image möglichst klein halte, sondern ich kopiere mir in dem letzten Schritt einfach alle Inhalte, die ich brauche, zusammen in mein End-Image. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute? Eigentlich schon aus. Gut, dann kann ich jetzt nicht so, weil ich habe so viel versucht wie möglich reinzukriegen. So.